Moment, falscher Arbeitstisch. Hier muss ich hin. Genau, wir wollen Bretter machen. Und dafür geben wir Splinthölzer rein. Los geht's. Stillriegel. Genau, wir wollen Steinziegel bauen. Dafür geben wir Steine rein. Und jetzt lesen wir einmal die Post, beziehungsweise sammeln erstmal das Essen ein. Und dann können wir noch mal ein bisschen kochen. Es geht ja doch relativ zügig. So, wer hat uns jetzt geschrieben? Shane. Wer ist Shane? Den kennen wir noch nicht. Sei doch, das war... Ja, der Alchemist, den wir ganz zu Anfang getroffen haben. Sei gegrüßt, Jay. Hast du dich im Dorf schon eingelebt? Ich hoffe, die Bewohner sind zu dir so freundlich und zuvorkommend, wie ich es von ihnen gewohnt bin. Es gibt noch einen letzten Bewohner, den du kennenlernen solltest. Wenn du Zeit und Muße hast, so sprich bitte mit dem Drachen an seinem Schrein nördlich des Dorfes. Du bist vielleicht keines seiner Kinder, aber ich bin mir sicher, er wird dich dennoch in Kilima willkommen heißen. Okay, Siki. Hier sind... Oh, guck mal. Wir bekommen noch eine Glücksmünze. Siki, Mensch, das freut mich aber. Ach so, ja. Natürlich. Ich muss das als gelesen markieren. Sonst bleibt der Brief ganz penetrant bestehen. Okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Neuigkeiten. Empfehlungsbelohnung, da ist sie doch. Congratulations, you have officially received a reward from the refer. Ein Freund hat sich über meinen Einladungslink angemeldet. Das ist großartig. Und jetzt können wir diese putzige Mütze aufsetzen, hoffe ich. Jetzt gucken wir doch nochmal. Vorhin war die nicht auswählbar, aber jetzt. Guck mal, wir haben eine Mütze und wir können sie färben. Oh ja, wie sweet. Guckt euch das an. Das ist niedlich. Lassen wir direkt an. Wir haben eine neue Mütze. Chappa, chappa. Chappa, chappa. So. Dann quatschen wir mit dem Drachen und mit Najumi. Alles Gute zum Einzug. Achso, Geschenke im Dorf. Ah, ich muss Geschenke verteilen. Ach, und hier ist das Schild, um Freunde zu besuchen. Cool. Jetzt hat sie die Gießkanne automatisch weggepackt. Ich dachte eben schon, dass ich die gleich mal wegstecke, bevor ich hier den ganzen Weg nass plürre und noch jemand ausrutscht. Das kann ich ja nicht verantworten. So, da vorne ist Tisch. Mit der quatschen wir doch gleich nochmal, wenn sie jetzt schon mal erwacht ist. Sie ist in ihrem Möbelladen. Da vorne. Guck mal. Ach, hier kann man sich richtig auch die Ranch House Esszimmertisch. Oh Gott, kann man sich sogar diese ganzen kleinen... Man kann sich jedes kleine Teilchen hier kaufen. Die Pflanzen, die gehen nicht. Toll, die hätte ich jetzt schön gefunden. So, dann quatschen wir mal mit ihr. I've heard your furniture making skills are just... Aber man lernt hart aus. Ich habe hier ein paar neue Baupläne, die du mir abkaufen kannst. Ziemlich guter Deal. Ja, natürlich. Alles nur zum Kaufen. Ich bin pleite, liebe Leute. Ich habe alles ausgegeben für irgendwelche Samen. Jetzt bereue ich das. Und guck mal, was man hier noch alles kaufen kann. Hilfe! Pläne. Ein Glasofen. Mit einem Glasofen kannst du Glasteile wie Kolben, Scheiben... Uff. Uff.
Das ist eine Menge. Webstuhl. Tja. Ich glaube. Hope you have a wonderful day. Ich habe einen wundervollen Such a Day. great day, isn't it? Ich muss dir jetzt was schenken. Ich weiß nicht, ob du es magst. Was schenke ich denn so? Hier Austernfleisch. Ich habe eine Auster gegrillt. Oh. Sie mag das Geschenk nicht. Oh nein, ich habe verkackt. Gut, wir müssen rausfinden, was die Leute so mögen. Minenbesteck. Drachen. Könnt ihr euch mal bitte die Preise angucken? 1380. 760. 6370. Puh. Ich brauche einen Nebenjob. Am besten 5 Nebenjobs. Wie soll man das denn bitte bewerkstelligen? Ich bin not so sicher. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin? Ich gehe erstmal hier 300. Genau, 335, 50. Ihr wisst schon, diese Richtung. Und danach gehen wir in die andere Richtung. Ich bin gerade ein bisschen geplättet von diesen Kosten, die da auf mich zukommen. Ich muss irgendwas. Ich muss meine Seele verkaufen. Ich muss meine Seele verkaufen. Anders ist das hier nicht möglich. Bin ich hier noch auf dem richtigen Weg? Irgendwie nicht so. Es fühlt sich falsch an. Ich glaube, das ist besser. Wie soll man das alles bezahlen, frage ich mich. Jetzt sind wir beim Schrein. Hier waren wir ja schon mal. Mir war nicht klar, dass ich jetzt hier mit dem Drachen reden kann. Aber nachdem wir die Quest bekommen haben, passiert hier doch vielleicht was. Guckt mal. Der Fokus ist wieder gestiegen. Der Drachenschrein. Quest abgeschlossen. Jetzt können wir zurück zu Badro gehen. Aber ich möchte jetzt mal unser leckeres Austernfleisch hier essen. Und dann noch das Fleisch und die Milch. Wobei die Milch. Ja, doch, kommt. Dann sind wir hier komplett voll fast. Ah, immer noch nicht. Nur das andere Austernfleisch habe ich nicht gegrillt. So, und jetzt gehen wir aber. Oh, 600 Meter. Ja, dann gehen wir jetzt 204 in diese Richtung. Vermutlich kommen wir da in die Bucht zu Nayuma und lernen das Gleiten. Das wäre schon schön. Ich nehme Kupfer und sowas mit. Vielleicht auch zwischendurch nochmal das ein oder andere Tier. Aber versuche dennoch ein bisschen darauf zu achten, Taschen halbwegs frei zu halten. Für die besonderen Gegenstände, die wir unterwegs treffen. Ah, doch getroffen. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das war voll daneben. Schapperpelz und Schapperfleisch, das ist gut. Zack, 2 Stück hintereinander weg. Erwischt. Das war gut. So, wo geht's hier lang? Man hat das Viech sich gerade mit so einem Explodierkäfer hier angelegt. Scheint so. Okay, hier geht es in die nächste Ortschaft. In die Bahari-Bucht vielleicht? Du hast Durst. Denk daran, während des Spiels Wasserpausen einzulegen. Ja, ich habe mein Getränk hier stehen. Dankeschön, sonst übernimmt mein Bot diese Aufgabe.
So, wo sind wir? Wir sind in einer neuen Welt. Na, Welt nicht, aber ein anderes Gebiet. Oh, ist es groß? Tatsächlich. Wo waren wir vorher? Flooded Steps. Tamalas Haus. Bahari Korallenküste. Okay, ich bin so ein bisschen überrascht gerade, wo das alles noch so hinführt. We will see. Guck mal, so ein Baumstumpf. Oh, ich weiß gar nicht, ich möchte überall hin. Das war offensichtlich mal irgendwie eine alte Mine. Ob wir da nochmal reinkommen? Sieht momentan sehr verlassen aus. Aber hier wächst das Gemüse. Kann ich wahrscheinlich nicht ernten, ne? Einfach mal dreist das Gemüse geklaut. Ah, nee. Ist auch ganz schön vollgestellt hier. Mit allem Pipapo. Hodari lebt hier. Ah. Sind in Hodaris Haus. So eine große Küche. Okay, aber wir wollen jetzt zu Nayuma. Nayuma. Ayuma. Ich muss mir einfach alles angucken. Sieht so gut aus. Ja, am Wasser steht sie. Nayuma, hallo. Are you talking to me? Oh, hi, ich bin Nayuma. Ich arbeite mit meinem Vater in den Minen. Zumindest habe ich das früher getan, bevor er sagte, es sei zu gefährlich. Nicht, dass ich mich bei einem völlig Fremden beschweren wollte. Tut mir leid. Es ist schön, dich kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Warte, das habe ich gerade gesagt. Vergiss, dass ich etwas gesagt habe. Kannst du mir ein Segelflugzeug bauen? Oh, da kann ich dir helfen. Ich habe mich in letzter Zeit mit der Fehlersuche in meinem Segelflugzeug beschäftigt und brauche eine Reihe von Tests ab. Freiwillige, die mir bei der Aerodynamik und so helfen. Ich würde es ja selbst machen, aber mein Vater ist in letzter Zeit sehr überfürsorglich. Er lässt mich nicht mal in die Minen. Er lässt mich nicht von Klippen springen. Igitt. Wenn du Interesse hast, kann ich auch einen für dich machen. Bring mir einfach diese Sachen. We can talk later. Ja, Splintholzbrett, Stoff und Leder. Was für Stoff? Bestimmt kann ich den nur an diesem Webstuhl herstellen. Dann wird das das erste Gerät sein, was wir kaufen. Ich vermute, dafür brauchen wir sehr nur Kaut und Schapperfell und hier fliegt irgendwas in der Luft rum. Guck mal. Das ist doch hier verkehrt. Hundertprozentig. Da ist ein funkelndes Insekt. Es funkelt. Seht ihr das? Das glitzert. Das ist was Specialiges. Der glitzert. Ist er hier immun, oder? Was soll das? Komm schon. Gemeiner Blaufalter, tatsächlich. Mit Glitzer haben sie ein Sternchen. Das weiß ich schon wieder nicht, wo ich hin muss. Ich bin maximal lost in meiner Welt.